Hello, hello, everybody. Wir sind heute live in der Facebook-Gruppe. Wie ich sehe, seid ihr wahrscheinlich alle in den Osterferien. Das ist irgendwie schade, aber natürlich auch nicht zu ändern. Ich habe mir überlegt, was können wir heute machen? Wir haben tatsächlich gar keine Fragen bekommen. Weiß ich nicht, warum. Ich frage mich immer, ihr seid ja über 50 Leute im Kickstart-Club. Und ich frage mich so, why? Was ist los? Wo seid ihr alle? Was macht ihr? Was bewegt euch den ganzen Tag? Habt ihr keine Zeit fürs Business? Könnte das sein? Weil das ist so ein Punkt, ich habe mir überlegt, dass wir das heute uns mal angucken. Also wie machen wir das eigentlich mit der Zeit und dem Fokus halten? Weil der Punkt ist so, das ist sehr, sehr auffällig, dass wir gerade hier im Kickstart-Club, wo die Nebenkriegsschauplätze noch sehr groß sind, wo noch relativ viel unaufgeräumt ist, wo viele Sachen nebenbei passieren müssen, einfach weil die Situation ist, wie sie ist. Gerade in diesem Zusammenhang haben wir unheimlich viele Abbrecher oder Leute, die halt sagen, so du, da habe ich halt mein Business dann einfach 3 Monate oder 4 Monate mal auf Halde gelegt. Und das ist tatsächlich schwierig, okay? Weil das ist so, geht es nicht vorwärts. Ihr fangt gefühlt jedes Mal wieder von vorne an. Ich habe meine Tochter hier, falls ihr lustige Geräusche hört. Es guckt Fernsehen und es guckt Netflix und atmet schwer. Aber okay, wir haben Ferien, Osterferien. Bei uns sind auch Osterferien jetzt gerade. Und deswegen bin ich nicht alleine im Büro. Aber dafür ist es ja da. Also ich wollte mit euch gerne sprechen und euch ein Tool zeigen zum Thema, wie man das Business eigentlich entwickelt und zwar fokussiert. Das eine ist, wir haben jetzt, erste Quartal ist quasi rum. Das bedeutet, du kannst jetzt natürlich festlegen, was sollen die nächsten 3 Quartale passieren. Das ist wichtig. Okay, also einmal hinsetzen bitte und Revue passieren lassen. Was ist passiert? Wie hat es sich angefühlt? Wie soll es sich anfühlen? Und was ist dafür nötig? Ich sage nochmal langsam. Was ist passiert? Wie hat es sich angefühlt? Wie soll es sich anfühlen? Und was ist dafür nötig, damit es sich so anfühlt? Okay, das sind die 4 Punkte. Die kannst du gerne sofort so verwenden. Okay, dazu würde ich gerne dir mal etwas zeigen. Und zwar haben wir einen Flowchart gemacht, was zeigt, wenn du je nachdem, wie viel Zeit du in deinem Unternehmen hast und wie viel Zeit du genau in der Woche zur Verfügung hast für dein Business, dass du entsprechend die richtigen Dinge fokussierst in dieser Zeit. Okay, also einmal aufgepasst. So, das ist, so entwickelst du dein Business. Ich mache mich mal klein hier unten hin. Wir lassen es mal so. Also, dann könnt ihr es gut erkennen. Hier seht ihr meinen Cursor und dann können wir loslegen. Also, pass auf, so entwickelst du dein Business. Die Frage ist ja immer, Katrin, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit meiner Zeit machen? Was soll ich anstellen damit? Okay, also der Punkt ist doch der. Wir haben eine gewisse Zeit X in der Woche zur Verfügung. In der Regel, keine Ahnung, die meisten von euch, wenn sie angestellt sind, noch 5 bis 10 Stunden maximal. So, das richtet sich natürlich auch an Leute, die voll selbstständig sind. Dann verändert sich die Situation noch mal mehr. Aber am Anfang umso wichtiger, weil ihr eben nicht so viel Zeit habt. Das bedeutet also, wir haben 50%, das ist das Oberste, 50% der Zeit, die ihr auf euer Fokusthema verwendet. Das bedeutet, wenn du 4 Stunden hast oder 6 Stunden oder 10 Stunden oder 12 Stunden, bums, 50% davon. Das ist die Hälfte. Jetzt stell dir vor, du hast 5 Stunden in der Woche und das sind die, die mir sagen, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Zeit. Wenn du 5 Stunden in der Woche hast, dann kannst du auf jeden Fall diese 5 Stunden durch 2 teilen und hast 2,5 Stunden. Jetzt stell dir vor, du nimmst 2,5 Stunden jede Woche auf dein Fokusthema. Dann brat mir einer einen Storch, wenn du damit nicht vorwärts kommst. Okay? Das ist was natürlich nicht sonst nicht so leicht passiert, weil wir uns dann vergrößern, weil wir denken, ja, wir haben ja nur eine Stunde, wir haben ja nur eine halbe Stunde, wir haben ja nur eine halbe Stunde. Hier haben wir auch nur eine halbe Stunde gehabt und da haben wir auch, und wir wissen einfach nicht, was wir in der Zeit machen sollen. Und das ist das Problem. Wenn wir 30 Minuten Zeit haben, überlegen wir von den 30 Minuten 15 Minuten, was wir eigentlich machen wollten. Und das ist das Ding, okay? Und ich kann dir auch sagen, selbst wenn du mehr Zeit hättest, das würde das Problem nicht lösen. Diese Unaufgeräumtheit mit der eigenen Zeit ist etwas, was dabei bleibt. Okay, und ist etwas, was ihr auf jeden Fall durchzieht, auch wenn ihr mehr Zeit habt. Okay, dann seid ihr diejenigen, die selbst und ständig 80 Stunden in der Woche arbeiten und auch nichts geschissen kriegen. Deswegen bitte das vorher einmal aufräumen. Also, der wichtigste Teil, Fokusthema, 50% eurer Zeit gehen auf euer Fokusthema Nummer 1. Bei fast allen von euch ist das der Verkauf. Das Netzwerken, das Kennenlernen von Kunden, das Kennenlernen von Interessenten, das Zusammensein mit anderen. Okay? Mit anderen, die ein ähnliches Thema treiben, die sich mit euch ergänzen. Damit meine ich nicht eine beste Freundin. So, das sind 50%, okay? Das ist der Part hier. Dann haben wir natürlich, je nachdem, an welchem Status du bist, du kriegst diese Folie jetzt gleich, auch einmal blanko, dann kannst du das selber ausfüllen und für dich festlegen, was sind Fokusthemen. Der zweite Punkt sind jeweils 20%. Das heißt, wir haben 50%, 20% und 20%. Das sind 90% deiner gesamt dir zur Verfügung stehenden Zeit. Und im besten Falle sind diese 2x20% Themen, die 50% unterstützen von rechts und links.
Das ist super wichtig zu verstehen. Also das bedeutet, wenn zum Beispiel in meinem Fall, also wenn der Punkt 1 ist, Wachstum und Sales zu machen, dann geht natürlich die meiste Zeit auf Wachstum und Sales. Okay, das sind 50%. Was wir aber auch brauchen natürlich, damit wir wachsen, ist zufriedene und glückliche Kunden, die wir schon haben. Das heißt, in diesem Zusammenhang gehen natürlich 20% darauf. Also 20% darauf, Strukturen zu bilden, Prozesse abzubilden und so weiter. Das sind 20%. Begeistere deine Kunden. Das ist 20%. Die meisten von euch haben 2 Kunden und verbringen 100% ihrer Zeit mit diesen 2 Kunden, weil sie so gespannt darüber sind, dass sie 2 Kunden haben. Die noch keine Kunden haben, verbringen 100% der Zeit wahrscheinlich damit, irgendwie lustig Social Media zu machen, weil sie hoffen, dass dann die Kunden bei ihnen anklopfen. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir dazu 20% der Planungen. Also das heißt, 20% gehen bei uns auf das Thema Team. Wir sind mittlerweile ja im Hintergrund 6 Leute, die hier für euch arbeiten. Und das ist so ein Punkt, warum das relativ viel in Anspruch nimmt. Das wird aber wieder weniger. Es liegt daran, dass wir natürlich Prozesse abbilden und so weiter. Das wird dann wieder weniger. Liegt aber an dem Status dessen, wie weit ihr seid. Das heißt, ich kann zum Beispiel nur 50% auf Sales und Weiterentwicklung geben, wenn 20% der Kunden happy sind und wir 20% im Team Ordnung haben. Sonst funktioniert das oberste Ziel gar nicht. Dann bleiben einfach weitere 5% übrig und das sind sogenannte Randthemen, okay? Auch wenn das einige von euch jetzt schockiert, ein sehr beliebtes Randthema ist Weiterbildung. Ich kenne viele von euch, die einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, in Weiterbildungen zu sein und sich dann wundern, warum sie nach 5 Jahren zwar unheimlich viele Weiterbildungen eingesammelt haben, aber gar keinen Progress gemacht haben auf ihrem Business. Weil Weiterbildungen, und damit meine ich den Kickstart-Club, natürlich genauso, aber Weiterbildungen sind Mittel zum Zweck. Das bedeutet, irgendwann ist der Status beendet, wo du sagst, okay, und jetzt ist Weiterbildung einfach Erhalt bzw. Weiterentwicklung dessen, was funktioniert. Wenn wir vorne aber nichts haben, was funktioniert, was wollen wir denn weiterentwickeln? Also seid da ruhig mal ehrlich zu euch und macht auch mal einen Einstieg und guckt mal genau, wie viel Zeit der euch zur Verfügung stehenden Zeit verbringt ihr denn tatsächlich mit euren tatsächlichen Themen oder eben auch mit Weiterbildungen, mit Sachen, die euch einfach, ganz ehrlich, die euch Spaß machen, die ihr natürlich gut findet, weil wir wissen, das ist für uns gewohntes Umfeld, da sind wir einfach da, da können wir uns richtig gut, ja, da können wir uns gut fallen lassen, wir wissen, wie das funktioniert, wir wissen, wie man gute Noten schreibt, wir wissen das alles. Deswegen machen wir das so gerne. Ist das schlau? Mitnichten, weil das nicht natürlich auf den Business-Themen nicht weiter vorwärts bringt. Und das ist ein großes Problem. Die letzten 5%, und das sind die CEO-Skills, das ist der Punkt, solange, das wird der CEO-Part, das hier hinten, das wird immer wichtiger, umso größer eure Firma wird. Ich sag's nochmal, das hier hinten wird immer wichtiger, umso größer eure Firma wird. Wenn eure Firma klein ist oder noch am Anfang und ihr seid wirklich am Anfang, dann habt ihr noch nichts, womit ihr irgendwie großartig CEO-Themen beschicken müsst. Es ist noch kein CEO-Level da. Okay, damit läuft das nebenher. Es kann nicht sein, dass du dich den ganzen Tag mit Geschäftsführerthemen wie Persönlichkeitsentwicklung befasst und vergisst zu lernen, wie man einen Kunden gewinnt. Das macht gar keinen Sinn. Okay, das in aller Klarheit. Also, ich mache jetzt mal kurz hier einmal für euch einen Reset zurück. Dann habt ihr das Blanko. Ich mache das auch gerne hier mal groß. Dann könnt ihr das mal einmal abfotografieren. Macht euch gerne ein Bild davon, dann könnt ihr das einmal blanko euch einen Screenshot davon machen und das für euch selber ausfüllen. Okay, also 50%, das ist euer Fokusthema. 20% und 2x20% sind sozusagen die Stütze der 50% Fokusthemen und 5% ist das Organisatorische, das Allgemeine, das, was wir sowieso machen müssen und das, was uns einfach weiterbringt, okay? Das, was uns im Unternehmen weiterbringt. So, also, das ist der Punkt, okay? Dann haben wir das einfach so mal zusammengefasst. Ich hoffe, dass euch das hilft. Weil natürlich, ich weiß, die Zeit wird knapp. Wir gehen jetzt auf den Sommer zu. Es wird nicht besser. Ich sage euch, ihr habt die Kids. Ihr habt die Kids permanent um euch rum. Ihr habt die Kids, werden krank, dann sind sie wieder gesund. Dann sind sie wieder da, dann sind sie wieder weg und so weiter. Die einzige Art und Weise, diesem Ganzen Herr zu werden, ist ein vernünftiges Zeitmanagement auf die Kette zu kriegen. Dieses Chart soll euch helfen dabei. Und genau vor diesem Hintergrund kann ich sagen, ich bedanke mich. Ich möchte das jetzt auch nicht länger machen, als es ist. Beziehungsweise als es nötig ist auch, weil es ist alles gesprochen. Setzt euch hin, wir können uns gerne hier auch in der Community darüber austauschen. Fühlt euch frei, dafür ist die Community da. Wer sich jetzt geschüttelt fühlt, das ist mit Absicht so. Ihr dürft jetzt tatsächlich aus dem Knick kommen. Das Jahr ist sonst schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Und dann stehen wir wieder da und haben einen Knicks gerissen, weil wir dachten, naja, aber wir haben ja und wir waren ja so furchtbar beschäftigt und wir sind ja nicht weitergekommen und so weiter. Deswegen das bitte einmal heute kurz vor Ostern nochmal gesagt. Guckt, womit ihr eure Zeit verbringt, guckt, mit wem ihr eure Zeit verbringt und seid da einfach sehr, sehr achtsam. Und checkt den Fokus, wo die Reise hingehen soll für euch. Okay? Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch tolle Ostern. Wir sehen uns nach den Ferien wieder. Und bis dahin. Bye, bye.